Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, wir müssen hier zurück nochmal zu unserem Feld, mal den Rest Soja noch holen. Und dann ist natürlich heute Ballen sammeln angesagt. Gestern haben wir ja ein bisschen neue Gebäude gebaut und endlich mal das Terraforming abgeschlossen. So dass wir den Feldweg fertig haben, den wir schon lange bauen wollten, so rum. Dort vorne ist unser Trecker unterwegs mit einem Striegel, der bekämpft hier Unkraut, da müssen wir dann auch gucken, wie er oben die Wände hinkriegt. Ich denke mal, die werden wir einfach fahren lassen und dann einfach nacharbeiten. Und zur Not, wenn es zu groß ist, Unkraut, müssen wir halt hier oben ein bisschen spritzen. Hier sieht man schon, hat er nicht ordentlich gewendet. Vielleicht sollten wir hier auch noch einen Weg runter machen. Ja, das bleibt erstmal so. So, der Drescher hat die letzte Bahn. Er ist auch zu 80% voll. Müssen wir uns nur beeilen, dass wir vielleicht noch unser Feld 1 getroschen kriegen. Bevor es ja anfängt zu regnen, aber ich denke mal, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Jetzt ist es 17:26 in-game. Aber hier könnte man natürlich sofort nur die Sämaschine losschicken. Eigentlich wollten wir Ballen sammeln. Sämaschine losschicken wird ja auch schlecht. Wird es mit Treckern knapp, ne? Dann müssten wir hier diesen Abfahrer nehmen. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 14.293. Den brauche ich aber noch hier auf Feld 1 zum Abfahren. Und oben brauche ich den noch zum Ballenpressen der anderen Trecker. Ja, noch einen Trecker kaufen. Dann wird es mit dem Holmer nichts. Das kriegt man ja irgendwie nicht alles jetzt gebacken. So, ja, kippt man erstmal hier rein. So lädt er dann noch weiter ab. Ja. Das ist ja jetzt auch noch mal bei 10, ja, wenn ich mich recht entsinne. Aber hier werden wir definitiv die Strohablage auslassen. Warum will er nicht? Ich meine, klar, wir bräuchten unten im Vorgewände und eigentlich hier oben auch. Aber wir werden einfach erstmal fahren lassen. Also wenn wir dann über Nacht ansehen weiter, ich meine, wir haben jetzt ungefähr noch 2 Stunden Zeit ingehen. Wenn wir auf 1 spielen, sind es ja sozusagen 2 richtige Stunden. Also sollten wir eigentlich noch relativ gut in der Zeit liegen, dass wir hier noch was schaffen.
Na gut, Hänger mit Zugmaul haben wir auch nicht, sonst hätten wir auch einen Radlader zum Abfahren nehmen können. Daher könnten wir uns noch eine zweite Sämaschine dann kaufen. Wir haben ja dann drei Felder, die angesät werden müssen. Das richtig überlegt haben. Wir werden den Trecker erstmal, den Hänger hier stehen lassen. Muss der Trecker halt hinfahren zum Abbunkern und wir werden die Sämaschine anlegen. Also mal Altklatt vor das Tor gefahren. Achso, das nützt gar nicht viel. Wir wollen ja Mais ansehen. Wir müssen ja vorher noch kuppern. Müssen wir ja auch zwingend mit dem Fendt machen. Irgendwie funktioniert unsere Planung hier nicht so. Wenn wir ja Mais ansehen wollen, dann muss ja vorher gekrubbert werden. Das ist ja keine Direktsaat, die andere Sämaschine. Wir müssen dann bloß ein Vorgewende machen noch. Ja, ist auch schon wieder 10.000 drin. Stellung geht's. Bloß mit denen hier müssen wir zwingend die Ballen einsammeln, verkaufen, dass wir Ballen weiterpressen können. Wir müssen gleich nochmal hinspringen zu den Treckern. Wird da die Wände nicht ordentlich hinkriegen. Die Wände schon, aber der fährt ja zurück. So, unser Drescher ist natürlich voll, ist klar. Das war nichts anderes zu erwarten. So, setzen wir den einfach hier nochmal oben an. Entweder kommt er am Bunkersilo vorbei oder bleibt hängen. Was anderes können wir jetzt hier nicht machen. Ja, und das, was wir nacharbeiten müssen, müssen wir dann mal gucken. Ja,
Aber wenn, dann sollten wir wenigstens so ansetzen, dass wir alles kuppern. Und wir könnten noch vom LKW einen Hänger hier herstellen. Dann kriegt man auf alle Fälle alles rein. Und wir fahren hier halt zwischendurch einmal ab. Müssen wir mal gucken. Da oben bräuchte man auch ein Vorgewende. Die Hersteller natürlich auch. Also auf der anderen Seite vom Feld hier. Wie sieht es hier mit dem Feldstatus aus? Und wir müssen dort auch nichts machen. Wir können ja auch schon dort direkt ansehen. Holt natürlich auch tüchtig aus. Wo er sich da hier an dem Baum stört. Sieht gut aus, er ist nicht hängen geblieben. Werden wir hier auch mal noch ein Vorgewende machen. Ja, dann müssen wir mal gucken, was hier unser Gras macht. Sollten wir jetzt am besten nicht drüber fahren. Sowas bräuchte man eigentlich als Flug. So die Breite. Das wäre optimal. So, dann machen wir unten noch ein Vorgewende. Nehmen wir nochmal den Thrasher Kleiner mal leer, wenn wir immer hier vorbeifahren. So, dann setzen wir den an, dann brauchen wir uns mit dem nicht mehr kümmern, da kann der erstmal ein bisschen fahren hier. Dem werden wir hier vorne noch ein Vorgewende machen. Dann kann der ebenfalls fahren. Weil das sieht eigentlich schon mal gut aus, was ihr hier so gemacht habt. Er braucht eben mehr wie eine Schneidwerksbreite. Und dann solltet ihr den Drescher einfach mal anschalten. Machen wir trotzdem plus ein Vorgewende.
Und dann werden wir losschicken, gleich hier unten auf der Bahn. Kann ich mal gucken, wie weit da kommt. Sicherlich oder zwei Bahnen. Also wird ein bisschen eher voll sein. 2000 sind ja schon wieder fast drin. Ja, wenn wir es platt fahren, dann brauchen wir weniger Ernten. Das ist ganz einfach so. So, und dann kann der hier auch fahren. Hier werden wir erstmal Ballen abgeben. Weiß nicht, 3, 1, 6 Reihen waren es noch. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen. Also 70. Ah, 100. Also 4 Ladungen voll müssen wir wenigstens wegbringen und dann können wir erstmal fertig pressen. Macht der hier, fährt der oder macht der Kaffeepflänzchen? Der fährt, okay. Ist natürlich, wenn wir dann zur Nacht kommen, die wir überspringen wollen, werden wir die anderen Felder womöglich spritzen müssen, dass wir sie ja nicht gestriegelt kriegen. So, wo will ich überhaupt hin? Ich würde sagen, wir laden sie vorsichtshalber nochmal auf. Entladen. Sollten wir vielleicht richtig gucken, dass wir überall im Trigger drin liegen. Liegen sie vorne nicht drin. Nein. Ja, Notausgang, keine Zeit. So, Bestellung. Arbeitsstellung. Geht's hier sofort weiter mit Sammeln. Das ist auch fast voll. Und den werden wir dann wahrscheinlich auch erst in der nächsten Folge leer machen. Wir werden jetzt hier noch eine Ladung Ballen sammeln. So, die Ladung bringen wir noch weg. Dann sollten wir uns vielleicht überlegen, vielleicht in der nächsten Folge werden wir dann auch noch zwei Ladungen wegbringen, dass wir dann wieder dann fertig pressen können. Wenn die Presse fertig ist, hätten wir ja einen Trecker frei, wo wir gleich hier oben Raps ansehen könnten. Andere Gruppe dort unten. Vielleicht sollten wir uns noch einen Striegel zulegen, zweiten.
Aber da müssen wir mal gucken, wie viel Leistung der breite Striegel braucht. Und ich tausche mir das an den Traktoren. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Wir müssen es jetzt besser hinkriegen, weil sonst hat es doch auch gepasst. Passt wieder nicht. Die Ballen größer geworden oder was? So, 307.000. Das sieht nicht schlecht aus. Aber trotzdem, hier Abkürzung nochmal. Trotzdem würde ich sagen, es soll das für die Folge gewesen sein. Da werden wir in der nächsten Folge noch mindestens zwei Ladungen Ballen fahren müssen. Und gucken wir mal, was wir hier mit dem Striegel machen. Denn so richtig vorangekommen ist der noch nicht. Und das Feld wäre auch noch zu striegeln dann unten. Ja, aber schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also ich sag mal, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.